Was ist das Direktionalprinzip oder System? Und was ist das Kollegialsystem? Okay, Direktionalsystem, gehen wir mal hier rüber. Direktionalsystem bedeutet, einer entscheidet alles, wird auch genannt Singularprinzip. Einer entscheidet. Und das Kollegialsystem oder Prinzip bedeutet, eine Gruppe entscheidet. Nach bestimmten Abstimmungsregeln, auf die wir gleich im nächsten Video eingehen werden. Hier kann natürlich sein, es wird nach Mehrheit entschieden oder die Entscheidung kann nur einstimmig getroffen werden, sonst wird gar nichts gemacht. Oder bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Da gibt es also jetzt wieder verschiedene Modelle, wie die Gruppe entscheidet. Dazu mehr im nächsten Video. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.